Sehr gut. Tschüss. Das war's. Wagt es. Und tschüss! Es wird ziemlich schwach. Es ist aus. Das hat geklappt. Los geht's! Los! Genug? Shinra gehörte. Gut möglich, dass sie es mit Fallen gespickt haben. Seht euch besser vor. Hey Boss, warum stellen wir uns eigentlich tot? Ist doch unser Versteck hier. Muss man dir echt alles erklären? Um den Alleskönner in die Irre zu führen, natürlich. Aber wo führen wir ihn denn hin? Kannst du nicht einmal dein Hirn einschalten? Wenn er uns hier tot liegen sieht, zieht er sofort wieder ab. Tote muss man schließlich nicht nochmal töten. Ich bin wach. Ich bin wach. Arsch auf, oder was? Wie kann man nur so pietätlos sein? Das ist Störung der Totenruhe. Noch lebt er. Was ich sagen will, können wir das nicht die zivilisierte Menschen regeln? Bei Gespräch unter Gentlemen. Ist ein wenig entgegenkommend, denn wirklich zu viel verlangt. Wisst ihr was? Ihr seid hier die wahren Banditen, jawohl! Schurken seid ihr! Gurken seid ihr! Ihr diesen Betrüger hattet eure Chance! Das Firmenmaskott sind ja weggehend! Mich kriegt keiner unter. Das war's! Was soll das?
Mit 2000. Na, werdet schon sehen, was ihr davon habt. Und was genau machen wir denn dann mit den 2000 Dill? Tja, als erstes könnten wir ein schönes Geldbad nehmen. Oh, tolle Idee. Das ist das Geheimnis reicher Leute. Baden in Milch und Honig war gestern. Wer will schon schön sein, wenn er reich sein kann? Oh ja, geil. Hab schon gedacht, das wird in diesem Leben nichts mehr. Wir hatten 2000 Gil gesagt, stimmt's? War wie ein Vergnügen. Seht ihr? So schließt man einen echten Handel. Und keine krummen Touren mehr ab jetzt. Logo, Schluss mit dem sündigen Leben. Die Firma weg GmbH und K.O. KG hat die ehrlichsten Ehrenmänner überhaupt. So sieht's aus. Ab heute bin ich nicht mehr der Boss, sondern der Direktor. Und ihr seid meine Angestellten. Oh, Angestellte. 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 Was sind denn Angestellte? Sklaven? Sklaven? Red keinen Blödsinn, Flippern! Und du setzt ihm keine Flausen in den Kopf, kapiert? So, Jungs, wir starten unseren ersten Arbeitstag, und zwar mit einer Schatzsuche. Ein Vermögen machen wir uns. Hunger! Ja, Herr Direktor. Ja, Herr Detektor. Ob das für einen Neuanfang reicht? Wer weiß.
Sein durchdringender Blick gefällt mir. Fragt sich nur, ob er auch im Kampf bestehen kann. Gesichert kann ich noch nichts dazu sagen, aber möglicherweise suchen auch andere nach Protosubstanzen. Warum das? Das versuche ich herauszufinden. Sobald ich etwas weiß, melde ich mich. Strom einmal genauer angesehen. Dabei konnte ich den Fundort eines Synthesechips aus Republikzeiten lokalisieren. Vielleicht kannst du dort eine neue Anleitung finden. Du solltest das unbedingt untersuchen.
In Kalm gelten zurzeit erhöhte Leute, bleibt ruhig! Seid doch vernünftig! Bringt das schnell wieder in Ordnung. Na endlich, die Monteure. Oder auch nicht. Verzeihung. Ja, reparieren kann ich das Ding nicht. Aber zerdeppern keine, wenn's sein soll. Schlechte Scherze kann ich jetzt nicht gebrauchen. Wir stecken hier in großer Not. Ach ja, was ist denn passiert? Die Marco-Leitung nach Kalm scheint undicht zu sein. Hab so eine Alleskönnerin drauf angesetzt, die das notdürftig reparieren will. Hätte aber lieber, dass sich das nochmal jemand vom Fach ansieht. Und auf den warte ich hier gerade. Eine Alleskönnerin? Genau. In den Slums von Midgar soll sie sich ziemlich verdient gemacht haben. Na, die würde ich ja gerne mal treffen. Kein Problem. Kann ich gerne sagen, wo sie ist. Könntet ihr mir im Gegenzug vielleicht einen kleinen Gefallen tun und ihr etwas ausrichten? Unser eigener Monteur traf leider bei seinem letzten Rundgang auf ein paar Ungeheuer und liegt jetzt im Krankenhaus. Hab Shinra schon gebeten, Vertretung zu schicken, aber da hat man momentan ja auch genug um die Ohren. Ihr könnt euch also sicher vorstellen, wie erleichtert ich war, als diese Alleskönnerin hier aufgekreuzt ist. Oh, wie freundlich von euch. Ich bin übrigens Fritz Bellinger, der Bürgermeister von Kalm. Die Alleskönnerin sollte in der Werkstatt vor den Stadttoren herumwerkeln. Sagt ihr doch bitte, sie soll mir bei Gelegenheit einmal melden, wie sie so vorankommt. Leute, bleibt ruhig! Seid doch vernünftig! Es soll noch andere Alleskönner in den Slums gegeben haben. Das höre ich aber zum ersten Mal. Na, wenn es einer wissen dürfte, dann du, oder? Aber was machen wir bloß nach? Lass mich mal nachdenken. Mann, außer mir kann ich nicht. Normalerweise machen Leute in diesem Gewerbe aber auch nicht so ein Tamtam wie du. Thank you.
Der Feind ist geschwächt. Feuer frei. Ja! Entweicht nicht mit mir! Verschwende! Volle Kraft! Diese Werkstatt? Hm? Keiner hier, oder was? Wird hier etwa mein Typ verlangt? Du! Du bist doch die Göre aus Sektor 5, die Müll über Avalanche verbreitet hat. Hä? Gibt's ja nicht. Cloud? Ist das hier auch dein Gebiet?
Hast du die Reparatur der Marco-Leitung übernommen? Na klar. Ich übernehme jeden Job, solange der Preis stimmt. Wie ihr überhaupt an Aufträge kommt, ist mir ein Rätsel. Der Bürgermeister hat eine Nachricht für dich. Du sollst berichten, wie es vorangeht. Ja, also vorangeht. Es geht voran, ja. Ich wollte ihm schon lange Bericht erstatten, aber... Nun ja... Mir fehlen noch einige Teile für die Reparatur. Darum stockt es etwas. Wie wär's, wenn wir die Sachen gemeinsam zusammensuchen? Vergiss es. Jetzt sei doch nicht so. Ein Profi wie du muss sich auch mal um den Nachwuchs kümmern. Ich mach auch alles, was du sagst. Versprochen? Dann hör auf, dich als Alleskönnerin auszugeben. Das ist meine Bedingung. Abgemacht. Um gleich zum Punkt zu kommen, das hier sind die Teile, die wir benötigen. Vermutlich noch viel mehr, aber beschränken wir uns fürs Erste auf das Nötigste. Komm wieder zu mir, sobald du alles hast. Hier in der Nähe gibt es einen Schrottplatz, glaube ich. Da würde ich mit der Suche anfangen. Supi, ihr schafft das schon. Moment mal, du kommst nicht mit? Ich muss hier noch ein paar Kleinteile suchen, Schrauben und Nägel und so. Und? Alles am Start? Wow! So viel? Damit können wir die Leitung nicht nur flicken, sondern quasi in neuem Glanz erstrahlen lassen. Zu einem saftigen Aufpreis, versteht sich. Alles klar, dann mal los. Hier geht's lang.
Die Mako-Leitung repariert sich schließlich nicht von selbst. Hier geht's lang. Die hat aber nicht zufällig meine Oma geschickt, um mich zurückzuholen, oder? Ständig hat sie mich wie ein kleines Kind behandelt. Da hatte ich irgendwann die Nase voll. Also habe ich meine Sachen gepackt und bin ausgebüxt. Jedenfalls werde ich hier draußen ganz groß rauskommen, einen Batzen Geld verdienen und es der Besserwisserin zeigt. Ein Aufpassen! Und tschüss! Das doch reparieren, oder? Hä? Unterschätze nie ein Kind der Slums. Aus Schrott kann ich wahre Wunderwerke errichten. Oh! Achtung! Das übernehme ich. So muss das sein. Was hier so aus dem Boden schießt? Also echt. Die hat sicher das Mako angelockt. Du Alleskenner. Supi! Das wäre geschafft. Die Leitung wie neu, Belohnung wie heu. Die Bildung dieser Union der Alleskönner muss gebührend gefeiert werden. Darauf müssen wir anstoßen. Dein Versprechen schon vergessen? Du meinst das Versprechen, dass wir uns als Kollegen die Hände reichen und voll durchstarten? Du sollst dich nicht mehr Alleskönnerin nennen. Wieso das denn? Schadet dir doch nicht. Ich rühre auch die Werbetrommel für dich, okay? Das wäre Rufschädigung. Aufräumarbeit wartet auf dich, du Monopol, Alleskönner! Hier geblieben! Die Tour ist beendet. Lass uns dem Bürgermeister Bescheid geben.
In Kalm gelten zurzeit erhöhte Sicherheitsmaßnahmen. Aktivitäten sind auf ein Mindestmaß beschränkt. Was? Oh, da seid ihr ja wieder. Die Alleskönnerin hat mir schon alles erzählt. Ihr sollt ihr richtig gut zur Hand gegangen sein, hat sie gesagt. Besten Dank, das Marco fließt jetzt wieder in Strömen. Wirklich nett von euch. Und wo ist diese Alleskönnerin? Die meinte, sie hätte schon den nächsten Auftrag und müsste gleich weiter. So ein Tausendsasser ist gefragt, was? Welch ein Glück, dass sie Zeit für uns hatte. Die hat's echt faustdick hinter den Ohren. Ach ja, bevor ich's vergesse. Nett wie sie ist, hat sie euch euren Teil der Belohnung dagelassen. Hier, bitte. Ich hoffe mal, das kommt nie wieder vor. Noch offensichtlicher als ausgerechnet den Sohn zum neuen Direktor zu machen, geht's nicht. Ach, ihr seid's. Schön, euch weiter auf freiem Fuß zu sehen. Ihr kommt mir jedenfalls gerade recht. Hätte da nämlich eine Bitte. Mein Name ist Oliver. Mir gehört dieser Hof. Besitze auch etwas Vieh, aber das wird in letzter Zeit ständig angegriffen. Vermutlich von einem Ungeheuer. Und das sehe ich gerne verjagt. Der Bursche muss ziemlich gerissen sein. Meine Fallen hat er bislang alle umgangen. Und der Jäger, den ich auf ihn angesetzt habe, war bisher auch erfolglos. Mir liegen die Grasland und ihre wunderschöne Natur am Herzen. Sie müssen geschützt werden. Von Shinra halte ich daher herzlich wenig. Und es gibt andere Leute, die so ähnlich denken. Über die bin ich auf Broden und Avalanche gestoßen. Ist nicht viel, aber ein bisschen was kann ich beitragen. Danke! Toller Hund. Was dagegen, wenn ich den streichle? Ich nicht, aber er sicher schon. Ach, du süßer kleiner Fratz. Komm doch mal her. Aufgewecktes Bürschchen. Mit einer Hundenase könnt ihr sicher gut die Fährte aufnehmen. Schaut euch am besten mal am Ort des letzten Angriffs um. Also. Hast du eine Spur? Die Tat liegt schon einige Tage zurück. Gerüche von Verwesung und anderen Tieren schwächen die Witterung. Wird nicht leicht, dir zu folgen. Sollen wir einen Chocobo drauf ansetzen? Der Geruchssinn von Chocobos mag deinem überlegen sein, aber hierfür reicht er nicht. Probier es gerne aus, wenn du mir nicht glaubst.
glaube, er hat was. Ich habe ebenfalls eine Fährte aufgenommen. Mal sehen, ob das Kerlchen richtig liegt. Willst du es diesmal versuchen? Nein. Der Chocobo soll ruhig noch etwas üben. Hier gibt es ebenfalls Spuren eines Kampfes. Ich pass auf, dass das Federvieh uns nicht auf den Holzweg führt. Da. Ja, Konzentration. Was hast du? Mein Geruchssinn ist nicht mehr der, der er mal war. Nicht seit Hojo an mir experimentiert hat. Ohne eine Chocobo-Nase hätten wir diesen Fall vermutlich nicht gelöst, wie ich zugeben muss. Vielleicht sollte ich bei den Chocobos ja mal in die Lehre gehen.
Lieber zu viel Futter als zu wenig. Je fetter das Tier, desto höher. Ihr habt das Vieh erlegt. War bestimmt nicht einfach. Und du hast sicher auch brav mitgeholfen, was? Das mürrische Hündchen soll natürlich auch seine Belohnung bekommen. Schnapp zu! Und das hier ist deine Belohnung. Aber mal was anderes. Ich habe gehört, Broden geht es nicht so gut. Wenn ihr das nächste Mal in Kalm vorbeikommt, schaut mal nach ihm, ja? Lieber zu viel Futter als zu wenig. Je fetter das Tier, desto höher der Verkaufspreis.